Wow, diese Bilder haben ja wohl alles gesagt. Ihr habt die Mädel gesehen. Im Nachhinein bereue ich es, dass ich nicht dabei war. Nächstes Jahr sehen wir uns bestimmt dort. Da geht es dann wahrscheinlich noch ziemlich viel heftiger ab. Jetzt begrüße ich erstmal im Studio Liam von The Prodigy. Hi Liam. Alter. Sie sind bei uns im Studio und ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen zu Ihrem Schaffen. So, Leon, erzähl mir doch mal ein bisschen über eure ganzen Background, über die Entwicklung von Prodigy und wer zu Prodigy dazugehört. Well, there's four of us in the band. Me, Leroy, Keith and Maxim. We started the band in 1991. Wir sind vier Leute in der Band. Ich, Leroy, Keith und Maxim. Wir haben 91 angefangen, eigentlich mehr so aus Spaß. Wir wollten sehen, was passieren würde und es ging direkt ab mit uns. Wir haben eine Menge Live-Gigs in London und ganz England gespielt und wurden ziemlich schnell von XL Records unter Vertrag genommen. Der Durchbruch kam mit unserem Titel Charlie. Das war ein recht kommerzieller Sound und auf den Erfolg haben wir dann aufgebaut. Build up we needed to get the people seeing the band and that, and then we just built up from there. Sag mir doch mal, also eigentlich habt ihr angefangen, als Techno noch ein wirkliches Underground-Ding war und dann seid ihr eigentlich so der richtige erste Major-Act im Techno-Bereich gewesen. Fühlt ihr euch immer noch zugehörig zu der Szene oder fühlt ihr euch mehr als Popstars? I don't feel like a Popstar. You don't feel like a Popstar. No, the reason, I think we're still, we're still sort of like reasonably underground because ich fühle mich nicht wie ein Popstar. Wir sind sicherlich noch immer ein Teil des Undergrounds. Wir schreiben die Musik auch nicht, um in die Charts zu gelangen, sondern wegen der Musik selbst. Wir erwarten nicht, mit jeder Produktion direkt in die Hitlisten zu kommen, aber dadurch, dass wir in England so viele Gigs spielen, sind wir in der Underground-Szene ständig präsent. Das dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, dass wir so groß und bekannt geworden sind. We're obviously selling records through that underground scene coming up, but the thing is, you know, I hate commercial sort of like stuff like. Yeah. Hier in Deutschland weiß man eigentlich über die englische Szene meistens nur, dass sie Breakbeat und Jungle-lastig ist. Wie hat sich das momentan verändert? Was geht momentan in London ab oder beziehungsweise in ganz England? Well, yeah, the jungle scene is basically just a London thing, you know. But over the last sort of like 2 years, the techno thing has been. Die Jungle Szene ist sicher ein echtes London Ding, aber die Techno Szene in London wird jetzt auch immer größer. Wir haben selbst ja immer mit Breakbeats gearbeitet, aber auf unseren vielen Tourneen habe ich erlebt, dass die Techno Sounds wesentlich universeller sind. Ich stehe jetzt selber mehr auf Techno als früher, nicht gerade auf Gabba, aber es gibt wirklich starke Techno-Tunes. Unser neues Album ist auch sehr techno-orientiert, sehr euphorisch, mit vielen analogen Sounds und elektronischen Feelings. It's not Gabba as such, but it's a cross between what we were doing before and more techno, it's more analog feel, you know, much more sort of like electronic feeling. Eure neue Single Start the Dance ist von eurem kommenden Album. Was hat sich bei eurer Musik verändert? Also was kann uns erwarten? Also was erwarten wir von dem neuen Album? I think the sound of the first one was kind of like really sort of like quite catchy. I guess it was. Naja, die erste Auskopplung ist ein Track, der vom Sound her recht kommerziell zupackt. Das Album im Ganzen baut sich jedoch eher experimentell auf. Wir haben mit dem Track Voodoo People versucht, Gitarrensounds und Techno zu verbinden, was andere Bands bisher noch nicht oft erfolgreich geschafft haben. Es ist sogar eine Live-Flöte da drin. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der Track als Maxi-Single herauskommt. Das ist ein echt hartes Stück. Live-Flöte.